hier mit dem 500 PS Bomber hier durch die Hood ein bisschen cruisen. Den Leuten mal hier zeigen, was man hier alles mit Hartz IV erreichen kann. Ja, ich sag mal so, du kannst doch natürlich arbeiten gehen hier für 1200 Euro im Monat, weißt du, lohnt sich aber kaum, weil mit Hartz IV kriegst du ja 1250 ungefähr, von daher, du kannst ja selber ausrechnen. Ne? So durch die Gegend fahre und so Leute aus der Mittelschicht sehe, weißt du, dann mach ich kurz so das Gaspedal, ganz kurz so. Kurz so. Ja, du kannst es auch schaffen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu Teil 2 von Multimedia im CL500. In der letzten Folge haben wir ja das Multimedia-System ja so ein bisschen aufgefrischt und ins Handschuhfach ein System eingebaut, womit wir von Handy auf einen Google Chromecast-Empfänger streamen können und das Bild auf dem Display im Wagen erscheint. Gilt genauso wie für CL500 als auch für eine S-Klasse, weil das System ist eigentlich gleich. Nur das Problem ist, wenn du jetzt losfährst, dann verschwindet das Bild. Die Musik läuft zwar weiter, aber das Bild verschwindet. Und das wollen wir heute auch regeln. So aus Sicherheitsgründen schaltet der Wagen das Bild ab, wenn man losfährt. Das Ganze wollen wir jetzt umgehen. Und da gibt es von der Firma KufaTech dieses schöne Gerät. Ich werde unten einen Link einfügen, wie auch im letzten Video, wo man sowas herbekommt. Kostenpunkt liegt für dieses Gerät bei 99 Euro. Das hier ist keine bezahlte Werbung, also ich habe das auch ganz normal gekauft, werde auch nicht irgendwie gesponsert oder bezahlt dafür, dass ich das vorstelle. Es dient halt einfach nur dafür, dass ich hier bei der Fahrt das TV freischalten kann. Und dazu muss hier die Command-Einheit ab, quasi die Mittelkonsole ausgebaut werden und das DVD. Empfängergerät auch ausgebaut werden, sprich Command. Und dann hinten in die Verkabelung vom Hauptstrang kommt diese Box dran und dann sollte es im Menü freigeschaltet sein. Wir werden das Ganze jetzt zusammen hier ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Ich habe gar keine Ahnung, aber wir werden sehen. Einen kleinen Zeitraffer, danach erkläre ich euch, wie das Ganze verschraubt ist und ja, let's go. So, also, das ist dann nach dem Einbau. Es sieht ein bisschen wilder aus, als es eigentlich ist. Wie habe ich das Ganze gelöst? Also hier vorne kommt diese Klappe raus, die kann man ganz normal raushebeln. Ich habe mir mal hier so ein bisschen Plastikwerkzeug besorgt, damit ich hier auch nichts zerkratze. Kostet bei eBay 10 Euro, kann ich euch gerne auch als Link mit beipacken. Dann haben wir hier oben natürlich die Schraube sitzen, können das dann einfach ganz normal rausklippen. Dann gibt es hier unten einen Clip. Wenn man das Gerät hier von vorne sich anguckt, muss man hier von oben auch mit einem Plastikhebel am besten reinpieksen, so dass man genau hier vorne am Clip auskommt, hier rein und das dann so ein bisschen gegendrücken und dann kann man das unten auch rausklippen. Des Weiteren, hier ist das Command dann drinne. Das Ganze ist dann mit 4 Schrauben befestigt, einmal hier, hier auf der anderen Seite genauso. Das werde ich jetzt ausbauen und dahinter die Verkabelung, die ist interessant für uns. So, der Hauptstecker ist ab. Den hier habe ich irgendwie nicht abbekommen, deswegen habe ich das Navi jetzt einfach mal oder den DVD-Player hier einfach mal so weggedreht. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass euch nicht hier Leder zerkratzt. Mir ist das hier an der Stelle passiert, da muss ich mal gucken, was ich dann anschließend da mache. Später kommt natürlich hier auch nochmal eine Lederpflege drauf. Aber jetzt interessiert uns erstmal dieses Kabel. Dieses Kabel, dieser Stift hier, der wird nach rechts gedrückt und dann wird halt die innere Führung, es sind zwei verschiedene Parts hier. Dieser Part wird aus dieser Führung rausgeschoben. So, ich habe das hier immer geöffnet und dann halt hier einfach rausgezogen. Wenn ihr dieses KufaTech
Gerät bestellt, da ist ein Schaltplan bei. Da wird dann genau halt beschrieben, wie was verkabelt wird. Das werde ich jetzt durchführen. Ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen Schritt zeigen. Wenn ihr das Teil halt bestellt, was ihr dann eh machen müsst, wenn ihr es einbauen wollt, dann habt ihr einen exakten Schaltplan dabei. Das ist eigentlich ganz easy erklärt. Und dann wird es halt einfach verkabelt und dann wieder zusammengebaut. So, es sieht auf jeden Fall wild aus. Ich Hornox habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Clip kaputt gemacht und somit musste ich jetzt hier eins mit so Klemmen machen. Das andere sollte man eigentlich das hier, das Kabel verletzen und die offenen Dauerplus und Massekabel ankleben. Ich fand es dann trotzdem mit Klemmen noch ein bisschen geschickter, auch ein bisschen sicherer, dass sie nicht wieder abfliegen. Das Ganze werde ich hier noch isolieren. Also es ist einfach nur, man nimmt hier zwei Kabel raus, verbindet die mit dem Gerät hier, ist auch nach Schaltplan vorgegeben. Dann kommen zwei Clips hier angeeckt, man holt sich Strom und dann geht der Hauptstrang auch wieder ganz normal rein. Hier könnt ihr nichts falsch machen, es ist alles so schon vorbereitet, jeder Stecker passt nur in ein richtiges Fach, also ihr könnt nichts vertauschen oder sonst irgendwas. Und anhand dieses Plans ist auch alles easy vorbereitet. Jetzt baue ich das Ganze ein, isoliere das mal schön ab, verstecke die Kabel. An der Stelle schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich hier einfach mal ein SKP wieder komplett auseinanderpflücke und mir, jetzt wie ich es gerade sehe, fast das Leder kaputt gemacht hätte. So, ich habe euch mal hier positioniert. Die Verkabelung ist soweit getätigt. Ich werde jetzt den Wagen mal starten und jetzt testen wir mal. Also Command funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ich stecke das hier jetzt auch mal provisorisch erstmal drauf, damit das hier nicht so rumfliegt. So. Jetzt gehen wir mal rein in Video, in AUX. So. YouTube ist jetzt gestartet. Und natürlich Taxis. Also wie ihr seht, das System läuft. Aber es ging ja aus beim Fahren. Jetzt werde ich mal losfahren und mal gucken, ob das Bild immer noch nach wie vor ausgeht. Zweimal die Woche versagt er mir. Fick die Scheiße, ob ich was mehr verdiene. OG, Top Chef, Umhänge, Tasche vom Möbel. Und wie ihr seht, während der Fahrt geht das Bild nicht aus. Also ihr seht, es funktioniert einfach mega krass. Nie wieder CDs brennen, weil das war echt lästig bei dem Auto. Und ihr müsst natürlich ausreichend Internet haben. Also Datenvolumen frisst das natürlich, klar. Und wenn ihr mal kein Internet empfangen habt, bleibt auch mal ein Bild stocken. Aber das kann man verzeihen, das ist alles cool. Was als Zusatzfeature oder Gimmick oder als Idee noch vielleicht dazu gesagt werden sollte, wenn ich durch die Stadt fahre und neben mir ist jetzt mal ein Streifenwagen zum Beispiel, könnte ja vorkommen. Ich würde, wenn man jetzt hier mal auf den Screen drauf klickt, hier bei Unterfahrzeug gibt es bei Systemeinstellung die Favorit-Taste. Da kann man entweder den Heckrollo auswählen, Display aus oder Wiederholung Fahrempfehlung. Display aus habe ich gewählt. Hier unten diese Taste ist die Favoritentaste. Und wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, mal den Film an den Screen. Ich gehe jetzt zurück und Video. Jetzt läuft das Video
Und jetzt plötzlich, urplötzlich kommt jetzt Polizei. Fahren Sie mal rechts ran. Wollen wir mal gucken. Muss das sein, wie Sie fahren? Und dann drücke ich meine Favoritentaste und Bild weg. So, das heißt, das ist so eine kleine Sicherheitsmaßnahme nochmal dazu. So Leute, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Einbau von Multimedia im CL500. Ich habe es so noch nie gesehen. Bin froh, dass es auf jeden Fall für YouTube jetzt eine Anleitung gibt, wie man in so ein Baba-Auto Musik reinbekommt. Was wir als nächstes machen werden, ich habe keine Ahnung, aber das seht ihr nächste Woche, wenn es wieder heißt... Zu viel Gesindel in mein Viertel, stich wie bei operativen Eingriffen. Meine Brüder sind stabil, deine Brüder sind kooperativ und heimtückisch. Bargeld, aber nicht zahlungsfähig. Weiße Paste, Mayonnaise, nein, schmecken Coffee Shop, schmale Wege. Du sagst, du bist stark, aber nicht hart im Nehmen. Bei Sommer sitzen auf dem Bürgersteig, nach Holland fahren und den Führerschein. Vakuum und übertreib, Kralle, Tattoo, Fleck bei Kinoreif, Bruder, ich will nur den Zugang zum Tresor der Volksbank, Söhne des Sultans. Wir töten für unser Bye-bye, kein Beileid, trink mein Chai heiß. Das, was ihr macht, nennt man Feigheit. Anderen ist hier kein im Wi-Fi.